Ja, hallo bei Ein Sessel Buntes mit einer neuen Episode und heute geht es mal wieder um eine Talkshow. Der ursprüngliche Plan war, eine Talkshow von Sandra Maischberger kritisch zu beleuchten. Ja, das ist jetzt nun nichts Besonderes und wäre auch nicht das erste und sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen. Ich habe mich aber umentschieden, denn ich habe mir mal so ganz spekulativ und als Spekulation möchte ich das hier natürlich auch verstanden wissen, Gedanken über den Gemütszustand von Maischberger gemacht. Wie das kommt, das erzähle ich gleich. Zunächst wollen wir uns einen Ausschnitt angucken aus einer Sendung, als sie den Hubert Aiwanger befragt hat hinsichtlich der Impfung. Die dieser ja ganz gerne erstmal nicht an sich vornehmen lassen möchte. Und die Art und Weise, wie sie da nachgefragt hat, war eigentlich für mich Anlass, das mal kritisch zu beleuchten. Allerdings sehe ich das inzwischen gar nicht mehr so. Aber eins nach dem anderen, fangen wir jetzt erstmal mit Hubert Aiwanger an. Und warum wollen Sie sich nicht impfen lassen? Was ist Ihr Argument? Nee, Herr Aiwanger, es geht gar nicht darum, dass wir bewerten wollen, aber wir wollten es gerne verstehen. Es wäre schon interessant zu wissen, weil Sie ja gerade sagen, die Impfung ist wichtig und auch ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Dann wäre es doch wirklich interessant für die Menschen zu erfahren, warum Sie für sich jetzt entscheiden, dass Sie nicht impfen wollen. Das verstehe ich. Ich habe jetzt auch verstanden, wenn ich weiterfrage, lassen Sie sich irgendwann mal dann erst recht nicht impfen. Aber trotzdem, es gibt ja Argumente und es gibt ja Menschen, die wirklich genauso wie Sie zögern. Deshalb würde es mich schon interessieren, Herr Aiwanger, was sind Ihre Argumente, was für Nebenwirkungen, über die Sie gesprochen haben, was befürchten Sie? Trotzdem, eine Nachfrage hätte ich dann doch noch, wenn Sie erlauben. Halten Sie denn die Impfung für das größere Risiko angesichts der Infektion? Es gibt einen Patientenbeauftragten in Bayern, er heißt Peter Bauer, er ist Mitglied Ihrer Partei, der Freien Wähler, der sagt, jeder Impfskeptiker ist eine potenziell tödliche Gefahr für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wie Kinder oder Schwerstkranke. Da ist es einfach keine persönliche Entscheidung mehr. Nehmen Sie den Experten Ihrer eigenen Partei nicht ernst? Der Kollege aus Ihrer Partei, der Patientenbeauftragte, genau, sagt, es ist eben keine persönliche Entscheidung, sondern es geht sozusagen um die Allgemeinheit. Ich wollte nur wissen, ob Sie das Argument ernst nehmen. Aber es gibt ja keine Impfpflicht. Das ist ja gar nicht die Frage, ob Sie jetzt gezwungen werden oder nicht. Es geht ja tatsächlich um die Entscheidung. Sie sind ja nicht nur eine Privatperson, sondern als Mitglied der bayerischen Staatsregierung eben auch jemand, der die Maßnahmen mitentschieden hat. Ich halte jetzt mal eins fest, Herr Aiwanger. Ich habe Sie jetzt so verstanden. Wenn wir aufhören, Sie öffentlich zu fragen, ziehen Sie die Impfung in Erwägung? Ja, ich fand das absolut unterirdisch, was sie hier gemacht hat und dem aufmerksamen Zuschauer wird auch nicht entgangen sein, dass ich die Antworten von Aiwanger gar nicht mit reingenommen habe und zwar aus tiefster Überzeugung, denn er hat es im Prinzip auch gesagt und ich wiederhole es hier jetzt nochmal, es sollte normalerweise gesellschaftlicher Konsens sein, es ist seine persönliche Entscheidung, Punkt, aus, Ende. Es gibt dafür keine Argumente, die er jetzt zwingend vorlegen muss und dementsprechend muss er sich auch nicht rechtfertigen. Das hat sie hier versucht und das hat mich wahnsinnig geärgert, als ich das gesehen habe und da habe ich dann gedacht, okay, das will ich nochmal ein bisschen zusammenschneiden und komprimiert zeigen, wie unglaublich penetrant, aufdringlich und übergriffig Maischberger hier vorgeht. Ja, aber eine Woche später hatte dann dieselbe Sandra Maischberger Karl Lauterbach zu Besuch. Ich weiß, jetzt wird's wahrscheinlich an den Bildschirmen gruselig. Oh nein, schon wieder Lauterbach. Ich möchte Lauterbach, also das ganze Interview, um Gottes Willen, das ersparen wir uns. Es geht mir um eine Passage, in der Maischberger ihn auf seine Fehler und Fehleinschätzungen angesprochen hat, nachdem er das selbst sozusagen als Vorlage schon geliefert hat. Und in dieser Passage habe ich den Eindruck bekommen, dass es ihr tatsächlich auch um sich um ihr persönliches Befinden und ihr persönliches Schicksal geht. Die Frau ist verheiratet und hat einen, ich glaube, 14-jährigen Sohn. Also das ist dann schon mal ein Kandidat, der irgendwie für die Impfung in Frage käme. Es ist ein Kandidat, der sicherlich auch unter den ganzen schulischen Maßnahmen zu leiden hatte. Und dementsprechend, ich wiederhole, es ist Spekulation. Man könnte es aber durchaus so interpretieren. Habe ich tatsächlich den Eindruck, dass Maischberger eigentlich auch nicht mehr so genau weiter weiß.
Aber gut, wir gehen jetzt erstmal rein und hören uns das mal an. Das ist einer, den wir immer gerne hier begrüßen. Herzlich willkommen, der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach. Was ist mit der Inzidenz? Ist das noch ein Wert, auf den wir gucken sollen oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also die Inzidenz ist nach wie vor der wichtigste Wert, weil ich an der Inzidenz ablesen kann, wie viele Menschen in Kürze krank sein werden. Kann mir mal jemand helfen? Kann mal jemand diesem Typen sagen, dass er aufhören soll, Schwachsinn zu erzählen? Also das kann man vielleicht bringen im ersten oder zweiten Monat nach Beginn dieser Corona-Krise. Aber inzwischen sind wirklich gezwungenermaßen die meisten Bürger, eben, die wir ja nun mal Laien sind, dann doch so informiert, dass wir wissen, dass natürlich der Inzidenzwert nichts darüber aussagt, wie viele Menschen in Kürze erkranken. Das ist schlicht und ergreifend Bullshit. Und das bleibt hier unwidersprochen stehen. Eine Inzidenz ist ja sowieso, also die Inzidenz ist ja sowieso schon mit Vorsicht zu genießen. Das wissen wir ja mittlerweile. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass je höher die Impfquote ist, und die liegt ja irgendwo zwischen, weiß man nicht so genau, 60 und 80%. Das RKI macht nochmal eine kleine Umfrage, vielleicht auch ein paar mehr, um da vielleicht ein bisschen schlauer zu werden. Also das muss man sich mal vorstellen. Also offensichtlich ist man in Deutschland nicht in der Lage, Daten zu erheben, die eine vernünftige Aussagekraft hinsichtlich der Inzidenz haben. Also irgendwie haben wir 60 bis 80, man weiß es nicht so genau. Aber in Anbetracht der hohen Impfquote, die wir ja nun doch insgesamt schon haben, ist es logischerweise so, dass die Inzidenz eine ganz andere Gewichtung und einen ganz anderen Wert hat, als sie jetzt noch vor einem Jahr gehabt hätte oder so. Und die Aussage, dass der Inzidenzwert tatsächlich aufzeigt, wie viele Menschen in Kürze erkranken, also nicht infiziert sind oder so, oder also erkranken, Symptome zeigen, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die für mein Empfinden, und da lege ich mich fest, auch das ist natürlich meine rein persönliche Annahme und Spekulation, das ist die Aussage eines Psychopathen. Und warum das so ist oder warum ich zu diesem Schluss komme, das wird sich dann im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigen. Und jetzt geht's dann auch in Richtung Maischberger, die das Ganze doch bemerkenswert führt, finde ich. Zuerst haben wir gedacht, ich auch, dass wir bei der Delta-Variante den PCR-Test benötigen, um Sicherheit darzustellen. Dann wäre so etwas überhaupt nicht machbar gewesen. Jetzt So etwas war übrigens irgendwie ein Versuch in Bad Segeberg, glaube ich. Da sollten getestete, geimpfte und Genesene oder konnten getestete, geimpfte und Genesene in der Disco irgendwie Party feiern und so weiter und so fort. Das meint er mit dieser Aussage hier. Stellt sich aber heraus, dass der Schnelltest aus Gründen, also die man jetzt auch sogar gut versteht, der Schnelltest also entdeckt die Delta-Variante sehr zuverlässig. Das war die Grundlage für den Beschluss gestern. Das Interessante ist, also weil Sie gerade dabei sind, Sie sagen gerade, da haben Sie sich geirrt. Tatsächlich haben Sie gestern noch bei NCV gesagt, der PCR-Test ist besser als ein Schnelltest bei solchen großen Veranstaltungen. Heute Morgen haben Sie getwittert, im Gegensatz zu meiner früheren Überzeugung, erweist sich der Antigen-Schnelltest als zuverlässig bei der Delta. Was ist denn da in der Nacht passiert? Naja, man liest ja ständig Studien. Die Studien sind ja zum Teil im Widerspruch. Ja, aber dann dürfen Sie doch nicht einfach an einem Tag die eine... Exakt. Genau das ist der Punkt. Und das ist offensichtlich das, was die Frau in dieser Situation auch antreibt. Und ich bin tatsächlich, also ich bin absolut kein Freund von Maischberger und ihrer Sendung, diesen ganzen Formaten. Dementsprechend packe ich sie ja auch immer wieder irgendwie mal auf den Tisch, um eben Tendenziosität etc. und Parteilichkeit und fehlende Objektivität und so weiter, all das irgendwie hervorzukramen. Also wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von Maischberger, aber das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage, die ich in meinem Umfeld und zum Beispiel auch mit meinem hochgeschätzten Blogpartner Roberto de la Fuente schon häufiger mal gestellt habe. Wie kann denn das sein, wenn ich irgendwie abends irgendwas rausposte und eigentlich weiß ich es nicht so genau, dann müsste man doch eigentlich einfach mal die Fresse halten, ne? Also, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, ne? Der alte Klassiker. Aber Karlchen hat natürlich immer eine Erklärung. Wenn die Wissenschaft im Fluss ist, dann muss man das, wir Wissenschaftler müssen den jeweiligen Stand der Wissenschaft beschreiben. Aber müssen die da nicht so eine kleine Warnung hin? Also diese Angaben sind alle.
Ohne Gewehr, ja, diese Angaben sind ohne Gewehr, weil es nämlich morgen früh sein kann, dass ich schon wieder auf ganz andere Ideen komme. Okay, bei dieser komischen Geschichte mit dem Test würde ich mal sagen, ist es ja nicht mal so dramatisch. Aber, naja, sie hat ja noch anderes zu bieten. Bei jeder. Zunächst einmal, es gibt nicht viele Dinge, wo ich mich so dramatisch korrigieren musste. Und es ist auch immer noch nicht ganz so falsch, weil natürlich ist der PCR-Test noch genauer als der Antigen-Test. Aber die Frage ist doch die, ob wir für diese großen Veranstaltungen oder die Restaurants und so weiter und so fort oder größere Restaurants, ob wir den PCR-Test benötigen oder ob wir das mit einem Antigen-Test schaffen. Und da sind die neueren Studien sehr eindeutig, die haben gezeigt, dass also tatsächlich also der Antigentest tatsächlich die Delta-Variante sehr früh erkennt und auch sehr zuverlässig erkennt. Das hatten Christian Drosten und ich also eine Zeit lang anders gesehen. Und jetzt ist die Studienlage besser. Wieso soll ich das nicht mitteilen? Weiter. Ich würde gerne im Moment bei dem bleiben, was Sie gerade gesagt haben, nämlich auch ich irre mich manchmal. Sie sind die Stimme dieser Pandemie. Es fällt schon ins Gewicht, wenn Sie sich korrigieren, weil die Menschen einfach Ihnen zuhören und möglicherweise denken, wenn er das heute sagt, dann wird das schon so sein. Es gibt einen zweiten Fall, über den ich gerne reden würde. Sie haben bei Maybrit Illner im April gesagt, in einem Moment, das Durchschnittsalter auf der Intensivstation ist im Moment bei 47 Jahren. Da mussten Sie später dann zugeben, das war eine glatte Fehleinschätzung. Wie oft, Herr Lauterbach, passiert Ihnen das? Also statistisch gesehen nicht allzu oft. Ich äußere mich ja zu vielen Studien. Bitte, und auch statistisch heißt bei 100 Auftritten? Also selten, würde ich sagen. Und das habe ich auch dann dargestellt. Es ist hier hatte komisch. Genau, es ist nicht komisch. Und das ist für mich so einer von den Hinweisen, es kommen gleich noch ein paar mehr, bei denen ich wirklich denke, irgendwie, also da geht's um was Persönliches. Und das meine ich nicht abwertend. Normalerweise würde man natürlich sagen, okay, also Talkmaster, irgendwie Polit-Talkshow-Master, irgendwie, der darf nicht persönlich an die Sache rangehen oder so. Aber in dem Fall finde ich es ehrlich gesagt genau umgekehrt extrem gut und extrem wichtig, wenn denn meine Spekulation überhaupt stimmt, das weiß man ja nicht, dass sie offensichtlich doch persönlich angefasst ist, weil nämlich über 80 Millionen Menschen angefasst sind und es langsam mal Zeit wird, dass dieses Knopfgesicht irgendwie mal langsam aufhört, irgendwie ständigen Unsinn in die Welt hinaus zu bauschen. Und wie man hier an diesem, die haben ja dann bei Maischberger immer diese Runde, da sitzen immer 3-4 People, die dann irgendwie ihren Senf dazugeben, da gibt es noch ein paar andere Szenen, wo dann auch die Kamera kurz mal rüberschwenkt. Man muss sich das mal vorstellen. Im Prinzip nimmt den Typen keiner mehr ernst. Und die Tatsache, dass Maybrit, was habe ich denn mit Illner immer? Die Tatsache, dass Maischberger hier ganz klar sagt, das ist nicht lustig. Der Typ hier aber, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Joba Dingenskirchen, quasi fast in Tränen ausbricht vor Lachen, bezieht sich auf Lauterbach und auf wirklich, der Typ ist eine Witzfigur, aber dummerweise eine Witzfigur, die unglaublich viel zu melden hat. Und das kann es echt nicht sein, ehrlich nicht. Versuche auch nicht komisch zu sein. Aber also bei dieser Gelegenheit, also wo Sie gerade angesprochen hatten, es gab damals keine Statistik zum Durchschnittsalter der also Intensivpatienten mit Covid in Deutschland. Und okay, das müssen wir uns dann doch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab also damals keine Statistik. Das haken wir jetzt mal ab, beziehungsweise legen uns mal auf den To-Do-Stapel. Da hatte ich jemand vom DIVI-Register gefragt und er hatte mir im persönlichen Gespräch eine Einschätzung gegeben, 48 Jahre. Und die hatte ich auch weitergegeben. Später sind die Daten dann auch erhoben worden. Hört euch das an, Leute, hört euch das an. Und das ist für mich, ich komme gleich nochmal drauf zurück. Er hat also eine Aussage getroffen, eine Aussage, die er regelmäßig vor Millionen Publikum trifft. Das ist ihm ja auch bewusst. Also eine Aussage, die dementsprechend auch was bewirkt bei den Menschen. Hat eine Aussage getroffen, bevor irgendwelche Daten erhoben wurden, aufgrund eines Gesprächs bei einem Becher Kaffee oder was, den er mit irgendeinem Divi-Futzi geführt hat. Haut er das einfach mal so raus und hat überhaupt kein Problem damit. Das ist ja das Durchgeknallte.
Aber es ist so, wenn man. Aber muss man dann nicht, bevor man etwas nicht ganz genau weiß, erstmal gar nichts sagen? Ja, wenn ich gefragt werde, wie alt sind die Leute? Und die Menschen waren ja auch deutlich jünger geworden. Weiß ich nicht. Aber lassen Sie mich da die Gegenfrage. Nee, das ist wichtig, wirklich. Ja, das habe ich, Sie stellen es so dar, als wenn ich es nicht als wichtig erkennen würde. Ja, das stimmt. Und offensichtlich tust du das ja auch nicht. Und warum der Typ ein Psychopath ist, das kommt jetzt. Ich erkenne es aber als wichtig. Aber lassen Sie mich eine Gegenfrage stellen. Also stellte sich dann ja heraus, dass das Alter also etwas höher war. Es waren nicht die 48 Jahre, aber das Alter war deutlich gesunken. Und ist jetzt mit der Delta-Variante, also wird es noch einmal sinken. Tatsächlich, also wenn es jetzt, sagen wir mal, einen Unterschied von 10 Jahren gegeben hätte, wäre es so dramatisch gewesen, ob beispielsweise 60-Jährige sterben oder also 48-Jährige? Das ist jetzt irgendwie, also ich habe das nicht manipuliert oder so. Also der hat das wirklich so gesagt. Deswegen, der Typ ist psychopathisch. Es tut mir leid. Ich kann zu keinem anderen Ergebnis kommen. Denn ich meine, er fragt allen Ernstes, ob das denn so wichtig sei, dass er sich vielleicht um 10 oder 12 oder 8 oder 15 Jahre verhauen hat. Ja. Lauerbach, für die betroffenen Menschen ist das wichtig, tatsächlich. Ich glaube, es macht einen Unterschied, tatsächlich. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt, dass jeder, der sozusagen dann 47 ist, sich gemeint fühlt und Angst bekommt und offensichtlich keine Angst haben muss, weil es dann doch im Durchschnitt höher ist. Angst bekommt, Angst bekommt, Angst bekommt, Angst bekommt. Ja. Und das ist der Punkt. Irgendwie glaube ich, die Frau hat mittlerweile selbst Angst. Das ist überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil. Ich finde das hochgradig sympathisch. Ich fände es hochgradig sympathisch, wenn es denn so wäre. Es wirkt aber tatsächlich auf mich so, als wenn sie Angst hat, beziehungsweise sich Sorgen macht um die Angst, die aufgebaut wird. Gut, wahrscheinlich auch oder auch in erster Linie, wie auch immer, und natürlich um ihre persönliche Situation, ihr eigenes Kind und so weiter und so fort. Aber es spielt die Rolle, eine große Rolle spielt die Angst bekommt und offensichtlich keine Angst haben muss, weil es dann doch im Durchschnitt höher ist. Das ist ja ein großer, wichtiger Punkt. Sie sind deshalb so wichtig, weil Sie eben sowohl Politiker sind als auch Epidemiologe. Ja. Wenn Sie sich irren, fällt das wirklich ins Gewicht. Ängste, 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 Ängste. 1% aller Kinder erkranken so schwer an Covid, dass sie im Krankenhaus landen. Das ist etwas, was Sie auch gesagt haben, wo Sie danach auch gesagt haben, nee, da habe ich eine schottische Studie gesehen und danach kam dann nochmal eine Verbesserung. Aber bis Sie das klarstellen, habe ich natürlich als Mutter Angst. Aber bis Sie das klarstellen, habe ich natürlich als Mutter Angst, Angst, Angst. Oh Gott. Ja. Natürlich. Letztlich ist sie ja auch nur eine Mutter. Selbst wenn sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist und wenn sie ein grottenschlechtes Format macht, das den Mächtigen in die Hände spielt. Natürlich ist ja alles richtig, aber in letzter Konsequenz ist sie eine Mutter, die Angst hat. Und das sagt sie ihm hier ziemlich deutlich. Finde ich gut. 1% der Kinder erkrankt schwer an Covid. Ja, das ist also zunächst einmal, ich kommentiere und ordne ein Studien, die ich für relevant halte. Und wenn eine Studie also entweder nicht haltbar ist oder die Datenlage wird besser, man hat neue Daten in dem Sinne, dann verändere ich das sehr schnell und mache das auch kenntlich. Ja, bis dahin hat man Angst, bis dahin hat man Angst, bis dahin hat man Angst. Tatsächlich haben Sie auch eben gewarnt, einen Tag bevor, am 19. Juli, alles aufging, haben Sie auch einen britischen Epidemiologen zitiert und haben dann geschrieben auf Twitter, die Öffnung ab morgen wird in den in Großbritannien in der Spitze 100.000 Infektionen pro Tag bringen, in der Summe 500.000 Fälle von Long-Covid. Wir haben eine Grafik. Was ist da passiert? Warum haben Sie sich da geirrt? Es ist nicht 100.000 pro Tag. Ich muss dazu sagen, also dass es hier nicht also als Mantra jetzt vorkommt, weshalb ich mich geirrt habe. Oh doch. Es wird Zeit, ein Mantra zu entwickeln. Und dieses Mantra heißt, Lauterbach lügt und Lauterbach irrt. In einer Tour, ständig. Das war ja die Einschätzung führender, also nicht eines Epidemiologen, sondern führender englische Epidemiologen. Sie haben sie geteilt, also hat man gedacht, Sie sind auch der Meinung. Ich habe das geteilt, und habe mitgeteilt. Und Sie haben dazu noch geschrieben, das wird ein Stresstest für das Gesundheitssystem. Genau, so ist es ja auch gewesen, aber also, man darf es auch nicht lächerlich machen. Wer macht hier irgendwas lächerlich?
Also außer, dass Lauterbach sich lächerlich macht. Aber das hat ja mittlerweile schon Tradition, wenn man jetzt in diesen Zeiträumen davon sprechen kann. Lauterbach macht sich lächerlich. Wer hat das hier irgendwie lächerlich gemacht? Niemand. Es wurde schlicht und ergreifend gefragt, ey, was hast du da für eine Scheiße wieder erzählt? Zunächst einmal sind die Fälle weiter hochgegangen. Führende Epidemiologen zum Beispiel, die also Boris Johnson beraten aus dem SAGE, also Konsortium, Adam Kucharski und was andere. Was ist da jetzt genau passiert? Warum ist die Kurve runtergegangen? Ich erkläre es nur. Also waren dieser Meinung, das wird weiter ansteigen. Und genau diese also Epidemiologen haben dann danach also als Konsortium sich darüber Gedanken gemacht, was ist da passiert? Was ist da passiert? Wieso ist es runtergegangen? Zuerst einmal, der Anstieg, der da war, hatte offensichtlich auch mit der Europameisterschaft zu tun. Das war dadurch zu erkennen, in England sind typischerweise mehr Frauen infiziert gewesen als Männer. Und da waren es Männer. Genau, bei der Europameisterschaft sind es erstmal viele Männer gewesen. Die Männer sind quasi vorbeigezogen. Ja, das ist natürlich wissenschaftlich absolut sauberer Ansatz, möchte ich mal sagen. Also ja gut, da kann man jetzt nichts sagen im Prinzip. Also klar. Und als die Europameisterschaft dann zu Ende war, ist der Männeranteil wieder zurückgegangen. Und also wir haben einen Anstieg durch die Europameisterschaft und als die Europameisterschaft. Aber es war nicht der einzige Grund. Es war nicht der einzige Grund. Was also das Entscheidende gewesen ist, was man bei diesen also Verläufen immer hat und auch bei der Zacke, die man davor hat, bei der zweiten britischen Welle. Wenn also die Situation sich massiv zuspitzt, also wenn die Fallzahlen dramatisch steigen und die Medien und die Epidemiologen und die Wissenschaftler sagen, das ist jetzt so gefährlich, wir laufen auf eine unbeherrschbare Situation hin, dann werden die Menschen vorsichtiger und dann gehen die Fälle, dann geht die Fahrzeuge. Jetzt verstehe ich das, was Sie machen. Sie warnen uns alle, damit wir Angst kriegen. Nein, und das machen wir nicht. Also wir sind ehrlich. Also gut. Die Fallzahlen stiegen. Es gab dann gute Gründe dafür. Es ist gut ausgewertet worden. Aber tatsächlich konnte, also wenn tatsächlich auf der Grundlage dessen, wenn man fair beschreibt, was jetzt gerade los ist, dann werden die Menschen vorsichtiger. Okay. Und die Schule hat noch nicht begonnen. Von daher sind dann die Fallzahlen runtergegangen. Ich weiß jetzt, vielleicht könnt ihr mir helfen, vielleicht könnt ihr mir mal erklären, wie bei euch die Definition von fair aussieht oder Fairness aussieht. Wenn man also in einer Tour ständig warnt mit, was weiß ich nicht, 500.000 Long-Covid-Fällen und wie viel Infizierten und meinetwegen schweren Hospitalisierten und Todesfällen und so weiter und so fort, frage ich mich eigentlich, ob das Ganze denn Sinn macht, wenn man es immer und immer und immer und immer und immer wieder macht, denn genau das macht Lauterbach, ja, also immer wieder Horrorbilder an die Wand malt, die sich dann nicht bewahrheiten. Wenn das fair ist, dann habe ich ein grundsätzliches Problem mit Fairness. Und das ist bei Covid halt so, was exponentiell steigt, fällt auch exponentiell ab. Geben Sie mir. Ja. Ja, die Frage an die klugen Menschen, die sich damit auskennen, da gehöre ich definitiv nicht dazu, aber natürlich gibt es da draußen eine ganze Menge kluge Menschen und wer mir da helfen kann oder wer auch allen anderen helfen kann, die mit dieser Frage konfrontiert wäre toll. Und zwar die Frage, wenn exponentielles Wachstum, was hat er gesagt, wenn exponentielles Wachstum beginnt, dann nimmt es auch wieder ab. Moment, ich gehe nochmal zurück, Und das ist bei Covid halt so, was exponentiell steigt, fällt auch exponentiell ab. Geben Sie mir. Okay, also was exponentiell steigt, abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich schon von vielen, vielen verschiedenen Experten gehört habe, dass es überhaupt niemals ein exponentielles Wachstum gegeben hat. Also das kennen wir ja, das Reiskorn-Prinzip und Schachbrett und so. Es hat also immer kurze Wachstumsschübe gegeben, aber letztlich kein exponentielles Wachstum. Das ist zumindest mein Wissensstand. Aber wenn jetzt also dann nach dem exponentiellen Wachstum, setzen wir einfach mal voraus, dass es das gäbe, es dann auch tatsächlich zu einem exponentiellen Abstieg kommt, das weiß ich tatsächlich nicht. Und wie gesagt, es gibt viele, viele kluge Menschen, die unseren Kanal gucken und wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich wirklich hochgradig dankbar. Das ist jetzt auch gar nicht schnippisch oder zynisch oder so gemeint, sondern das ist eine ganz ernste Frage.
hat das, was Lauterbach hier sagt, neben dem ganzen gesammelten Schwachsinn, den dieser Psychopath unter die Menschen bringt und mit der er den Menschen Angst macht und teilweise in die Panik bringt, hat zumindest diese Aussage wissenschaftlichen Wert. Dass die meisten, insbesondere der Horrorszenarien, die Lauterbach gezeichnet hat, null Wert haben, absoluter Bullshit sind und dass der Mann eigentlich, der gehört raus aus der Öffentlichkeit, rein in eine Einrichtung, die sich auskennt mit Menschen wie ihm. Aber gut, also hat diese wissenschaftliche Aussage, die er hier trifft, hat die einen Wert? Das heißt, stimmt's oder stimmt's nicht? Selbst wenn's stimmt, gut, okay, geschenkt. Es ändert nichts an meiner Einschätzung zu Lauterbach. Lauterbach ist eigentlich das Schlimmste, was uns personell in dieser Krise passieren konnte. Ja, Maischbergers letzte Frage. Doch mal eine realistische Einschätzung von unserem Herbst und Winter. Eine, die mir keine Angst macht. Ja, eine, die mir keine Angst macht. Ich erspare euch und uns jetzt seine Antwort, denn er labert und faselt jetzt wieder irgendwas mit, was er positiv sieht und so weiter. Es sei denn, es kommt doch wieder ganz anders und wahrscheinlich müssen Ungeimpfte dann sowieso dann Einschränkungen hinnehmen. Das kann man halt nicht ändern. Also das ist halt sein positives Szenario, das er hier aufbaut. Wie gesagt, das schenke ich euch und schenke es auch mir. Ja, gut, abschließend die Spekulation nach dem Gemütszustand von Sandra Maischberger. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, speziell in diesem Interview hier gehabt, dass sie da wirklich sehr persönlich angefasst ist. Und ich habe dann auch bezüglich Aiwanger dann überlegt, okay, vielleicht fühlt sie sich auch wirklich von dem, vielleicht macht sie da das mit, was viele anderen eben auch machen. Du bist das Feindbild, du willst dich nicht impfen lassen und dementsprechend habe ich zum Beispiel ein Problem mit dem Schulbesuch meines Sohnes. Alles Spekulation. Aber für ihre Verhältnisse fand ich sie verhältnismäßig emotional und insbesondere verhältnismäßig kritisch. Denn sie hat ihm ja wirklich einige seiner Irrtümer aufgezeigt. Alle wäre natürlich nicht gegangen. Das wäre ja dann eine Sendung über die ganze Nacht gewesen. Das kann man natürlich nicht machen. Aber sie hat ja einige eindeutige Beispiele aufgebracht. Und er hat sich da auch einmal mehr um Kopf und Kragen geredet. Ich meine, die Leute lachen ihn aus mittlerweile. Aber wenn es denn das Einzige wäre, auf der anderen Seite hat sein Wort ja trotzdem Gewicht. Und ich meine, allein diese Geschichte mit der Inzidenz, also dieser zu Fleisch gewordene Schwachsinn, den er daraus geposaunt hat mit der Inzidenz. Die Inzidenz ist nach wie vor das, woran sich die Bundespolitik orientiert. Also es ist eben, wie sagte Maischberger vorhin so schön, es ist nicht witzig, nicht lustig. In diesem Sinne, guten Abend.